Hallo und willkommen zu Fairtube. Heute brauchen wir eure Hilfe, denn wir starten die erste Massenkampagne gegen YouTube und Google. Wir sind immer noch sauer und enttäuscht, dass Google bzw. YouTube nicht mit den Betroffenen sprechen wollte. Die Abstimmung in der YouTubers Union war eindeutig. Ohne Jörg Sprawe sollen wir das nicht machen. Viele haben nicht nur abgestimmt, sondern auch kommentiert, dass jetzt Action angesagt ist. Also, jetzt könnt ihr handeln. Ja, neben den juristischen Schritten, die wir natürlich bereits eingeleitet haben, haben wir auch vor, eine ganze Reihe von richtig unterhaltsamen und spannenden, aufsehenerregenden Aktionen zu starten, wo jeder Einzelne von uns mitmachen muss, weil jeder Einzelne von uns zeigen muss, wie sauer wir auf YouTube und Google eigentlich sind. Soziale Auseinandersetzungen funktionieren immer nach dem Muster, die anderen haben das Geld und die Macht, aber wir sind viele. Zeigen wir also, wie viele wir sind. Gemeinsam sind auch wir stark. Die Idee, wir schmeißen YouTube in ihrer Zentrale in Kalifornien mit Einschreiben zu. Tausende von Einschreiben am besten. So richtige Oldschool-Papierschreiben, wo sie dann jedes einzelne mit einer Unterschrift bestätigen müssen. Aber keine Angst, ihr müsst deswegen jetzt nicht zur Post gehen und ein Einschreiben in die USA schicken. Wir haben Online-Dienstleister ausfindig gemacht, die das für euch erledigen. Die übernehmen alles. Ihr braucht den PC oder das Handy dazu überhaupt nicht wegzulegen. Wie genau das geht, dazu haben wir eine Gebrauchsanweisung geschrieben. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Es gibt auf der Seite mehrere Optionen, zwischen denen ihr wählen könnt. Eine Basisversion, die billiger ist, und für etwas mehr Geld gibt es zum Beispiel auch eine Empfangsbestätigung. Mit Bestätigung ist es natürlich schöner. Aber wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, tut es natürlich auch die Basisversion. Aber es ist wichtig, dass ihr das alle jetzt macht. Jetzt sofort, möglichst heute noch. Denn der Effekt ist viel besser, wenn die Einschreiben alle auf einen Haufen eintreffen und nicht verteilt über etliche Wochen. Denn dann wird das jeder bei YouTube mitkriegen. Und natürlich wollen wir YouTube auch nicht viel Zeit zur Vorbereitung geben. Deswegen jetzt noch, sofort, heute. Los geht's. Wir haben einen Mustertext für euch vorbereitet. Den Link dazu findet ihr auch unter dem Video. Den Text könnt ihr gerne nehmen. Ihr könnt ihn auch ändern oder einen eigenen Text schreiben. Aber bitte wahrt die Form. Wir kritisieren YouTube, weil sie die YouTuber schlecht behandeln. Wir beleidigen sie nicht. Wir fordern Respekt und wir zeigen ihn auch. Das wird super. Stellt euch vor, da werden dann waschkörbeweise die Briefe reingetragen und jedes einzelne davon muss unterschrieben werden. Wir haben das mal durchgerechnet. Wenn wir es also schaffen, 3000 Einschreiben dahin zu schicken, und wenn das nur 30 Sekunden dauert, um jeden Brief zu quittieren, das würde bedeuten, dass eine einzige Person über 24 Stunden lang nur Briefe quittiert. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute die haben, die Postvollmacht haben, aber ich glaube, es sind vielleicht nicht besonders viele. Und das wird bei YouTube wirklich jeder Mitarbeiter mitbekommen und drüber reden. Die Aktion geht nicht gegen die Menschen, die in der Postzentrale von YouTube arbeiten. Klar, für sie wird das ein Berg von Arbeit. Aber wenn YouTube das Aufkommen zu hoch wird, dann sollen sie halt Aushilfen einstellen. Geld dafür haben sie genug. Kleiner zusätzlicher Anreiz. Wenn ihr zufällig in der Gegend wohnt und wenn ihr das aufnehmt, wie da jemand die ganzen Briefe reinträgt, keine Ahnung, ob man das von außen sehen kann, aber wenn ihr das aufnehmt und uns das Video schickt, dann werden wir das im nächsten Video zeigen und ihr kriegt ein fettes Shoutout. Um die Sache komplett zu machen, haben wir noch eine kurze Bitte. Tragt euch doch in die Liste der Teilnehmer ein, die auf der Facebook-Seite der YouTubers Union ist. Der Link dazu ist unten, aber dann können wir auch Gesicht zeigen. Ja, am besten mit einem Bild von eurem ärgerlichen, sauren Gesicht dabei. Aber ihr könnt gerne auch eine Maske tragen. Wir wollen das hinterher zusammenschneiden. Das wird bestimmt lustig, tausende von ärgerlichen Gesichtern. Und alle haben ein Einschreiben verschickt. So, jetzt wie immer unsere Aufforderung. Tretet in die YouTubers Union ein und tretet möglichst auch in die IG Metall ein. So, das war's für heute. Bitte macht mit, denn so können wir wirklich was bewegen. Danke und bye bye.